Du kannst natürlich auch mit einfachen Optionsstrategien ein regelmäßiges Einkommen erzielen. Machen wir im Club ja auch mit unserer Brot- und Butter-Strategie. Aber was natürlich da ganz wichtig ist, dass du den richtigen Titel und die richtige Option wählst. Und ich möchte dir zeigen, wie du beispielsweise in barchat.com richtig screenst. Wenn dich das und mehr interessiert, dann bleib dran. Herzlich willkommen bei Options for Winners. Mein Name ist Thorsten Ebert und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, den Optionshandel salonfähig zu machen. Mit einfachen Optionsstrategien kann man de facto ein regelmäßiges Einkommen erzielen. Wir machen es im Club mit unserer Brot- und Butter-Strategie und das sind wirklich einfache Strategien. Und einer dieser einfachen Strategien ist die Short-Put-Strategie. Da verkaufen wir immer und immer wieder nackte Optionen. Aber auch hier sei gesagt, wir müssen natürlich auf der einen Seite die richtigen Optionen und Aktien wählen und auf der anderen Seite ganz, ganz wichtig, das Risiko und Money Management beachten. Wir gehen gleich gemeinsam in barchat.com und wir gucken uns an, wie du die richtigen Titel und Optionen screenen kannst. Wenn dich das und mehr interessiert, dann bleib dran. Bevor wir mit Barchart starten, möchte ich kurz mit dir auf dieses Chart von Meta eingehen. Wir sind hier bei der TradingView. Wir haben hier unseren O4W Best Indikator aktiviert. Ja, der zeigt ja immer schöne Einstiegsmomente und ob wir gerade bullisch, bärisch oder neutral sind. Grüne Kerzen, Best Case, sind wir bullisch. Und in unserem Club haben wir die Brot- und Butter-Strategie. Das ist entweder die Short-Put-Strategie oder die Bull-Put-Strategie. Wir verkaufen sozusagen bei solchen Titeln regelmäßig Put-Optionen. Ja? Also regelmäßig werden hier Put-Optionen verkauft. Ja? Mit der Entwicklung des Titels. Für diese verkaufte Put-Option erhalten wir auch regelmäßig Prämie. Die kann mal höher, die kann mal geringer sein. Hat ja mehrere Gründe, ja, also die Zusammensetzung einer Prämie, ne, hat mehrere Gründe und da kriegen wir jetzt halt regelmäßig Prämie für. Wir sagen aber auch, wenn der Titel ein bisschen höher ist, also der Kurs des Titels höher ist, dann machen wir aus dieser nackten Put-Strategie, ja, die ist ja nackt, die steht ja da alleine, machen wir eine Bull-Put-Strategie. Das heißt, wir kaufen noch unterhalb der verkauften eine Option und die kostet natürlich Geld. Was hat das für einen Vorteil? Vorteil 1 ist natürlich kleineres Risiko. Ja, also Risiko. Das ist Vorteil 1. Warum? Ja, wenn wir jetzt beispielsweise bei dieser Put-Option einen Strike wählen von 120 und bei der gekauften 100, dann hätten wir nur noch ein maximales Verlustrisiko von 120 minus 100, also von 20 Punkte mal 100, eine amerikanische Option, Kontraktgröße 100, wären es bei 2000 Dollar maximales Risiko, abzüglich der Prämie, die wir hier verdient haben. Ja? Das ist dann unser maximales Risiko und das machen wir, wie gesagt, erstens, um unser Verlustrisiko stark zu verkleinern und zum anderen natürlich auch Margin. Ja? Wir müssen bei der Eröffnung des Trades beim Broker eine Margin hinterlegen, einen sogenannten Pfand. Ja? Und der ist natürlich höher, der Pfand, wenn das Risiko höher ist. Das heißt, hier gehen wir auch nochmal auf das Margin Management an und das ist halt ganz wichtig, ja, also dass wir da beides zusammen haben. Wie wir jetzt die gekaufte Option an die verkaufte Option hängen, hat natürlich unterschiedliche Gründe. Ich empfehle zu Beginn mit Standardregelwerk bei der Brot- und Butter-Strategie mal einen Abstand von 20 Punkten zu nehmen. Ja, das würde ich jetzt machen. Aber was natürlich hier auch noch mit reinkommt, ist nicht nur das Risiko und das Margin Management, sondern auch, Dankeschön, deutsches Steuersystem, das 20K-Management. Ja? Weil, und das muss man auch wissen, die gekauften Optionen, wenn sie verfallen oder verlustig sind, werden an den 20K gerechnet, ja, verrechnet. Das heißt, wir haben nur maximal 20.000 Euro, die wir an Verlust verrechnen dürfen. Und deshalb muss man natürlich auch mit den gekauften Optionen managen. Nichtsdestotrotz würde ich immer
gucken erst Risiko, Margin und 20k Verlustverrechnung. Wir schauen jetzt uns in Barchart an. Das Tool, das nutzen doch wirklich viele, aber wenig Leute nutzen das Tool, um jetzt beispielsweise für diese Naked Put Strategie oder Bull Put Strategie die Optionen und Aktien zu finden. Und da möchte ich mal kurz ein wenig näher drauf eingehen. Also wir gehen jetzt in Barchart. Wir sind jetzt bei barchart.com. Ich bin schon angemeldet. Das hier ist ein Premium-Account, also ein Bezahlzugang. Ich glaube, roundabout $200 pro Jahr kostet dieser Zugang. Falls jemand ein gutes Angebot zu Barchart kennt und gerne weitergeben möchte, kann er es gerne in den Kommentaren erwähnen. Würde uns natürlich freuen, weil ich habe mit Barchart hier keinen Deal. Das möchte ich auch nochmal sagen. Das ist jetzt hier einfach eine Erfahrung, die ich teilen möchte. Und ich möchte dir auch die Möglichkeit geben, selbst Ideen zu generieren. Das heißt, wir gehen den einen oder anderen Punkt vor, wo du sagst, ich weiche da ein bisschen von ab und ich mache das dann für mich so oder so. Ja, also es gibt verschiedene Wege, die nach Rom führen. Wissen wir ja, es gibt jetzt nicht wirklich den einen richtigen und den einen falschen, sondern es gibt besser und schlechter, und das muss man natürlich für sich auch abwägen. Was auch wichtig ist, dass man hier US anklickt, damit man auch das, worauf wir jetzt gleich klicken, Options hier angezeigt bekommt. Und da klicken wir jetzt drauf. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt im Wesentlichen für unsere Strategien die richtigen Optionen, die richtigen Titel finden. Und das können wir hier über unterschiedliche Wege machen. Hier haben wir die Strategien, da können wir direkt reingehen, ja, und dann im Hintergrund die Kriterien, also die Filtrierung ein wenig anpassen, so wie wir sie möchten. Wir gehen jetzt einfach mal auf Naked Puts, also auf den Verkauf von nackten Put-Optionen. Wir könnten das auch über Option Screener machen, die Einstellung einzeln für die einzelnen Strategien speichern. Wir gehen jetzt aber mal den Weg hier drüber, dass wir hier über den Verkauf von Put-Optionen gehen. Dann kommt dieses Fensterchen und dann sieht man, dann hat man schon ein Ergebnis. Das Ergebnis sind jetzt 524 Titel. Das ist ja schon mal eine Menge, aber ehrlich gesagt, ich kann jetzt noch nicht wirklich beurteilen, ob das jetzt nach meinen Vorgaben gefiltert ist, ja oder nein. Und deshalb gehe ich hier auf Set Filters. Ja? Also ganz wichtig, das kannst du auch jetzt dir nur mit dem Bezahlzugang verändern. Und hier haben wir schon Dinge, die für uns natürlich wichtig sind. Das ist die Laufzeit, ja, das ist auch bis was für einem Strikepreis wir gehen. Ja, erinnere dich dran, ich habe gerade ungefähr, ich habe gerade gesagt, $100 ist so die Grenze, dass ich dann Bullput-Spread machen würde. Und hier sehen wir auch Moneyness, das heißt, wie weit ist der aktuelle Kurs von dem Strikepreis entfernt. Da gehen wir jetzt erstmal drauf ein und dann holen wir uns noch andere Sachen dazu. Als allererstes würde ich sagen, wir gehen hier mit Laufzeiten von 30 bis 90 Tagen rein. Ja, also hier in diesem Range wollen wir unsere Optionen verkaufen. Hier haben wir monatliche Optionen, aber wir haben natürlich auch weekly wöchentliche Optionen. Die können wir natürlich auch hinzunehmen. Deshalb klicken wir das hier an. Ja, Strikepreis lassen wir erstmal offen. Hier Options Volumen, Options Interest, alles schön und gut. Hier unten, da würde ich schon sagen, ein bisschen weiter weg. Und jetzt überlegen wir uns nochmal, was heißt das jetzt hier, die Moneyness? Ja, die Moneyness heißt ja, also erstmal, hier ist der Kurs, ja, hier ist der Kurs der Aktie. Und hier unten ist die verkaufte Put-Option. Wenn wir da drunter liegen, sind wir out of the money und dann haben wir ein Minus Moneyness. Und je größer das Minus Moneyness ist, oh Mann, nicht einfach, umso weiter sind wir natürlich mit diesem Preis vom Kurs entfernt. Ja, das heißt, umso safer auf gut Deutsch ist es ja. So, und das heißt, hier verändere ich das nochmal ein bisschen. Ja, ich gehe hier, lassen wir einfach mal hier drin. Ich mache statt minus 25, mache ich mal minus 25 bis minus 10. Ja, das heißt, nicht näher soll das hier dran kommen. Und dann gucken wir uns mal an, was wir hier sehen. Und da kommen wir schon, jetzt sind wir schon von über 500 auf knapp 200 Titel. Ja, und jetzt sehen wir hier schon mal, was hier alles eingestellt ist. Moneyness, wie gesagt, der Abstand, der ist da. Wir sehen hier den Break-Even. Ja, das heißt, wie weit darf es gehen, damit wir nicht verlustig sind. Der liegt jetzt hier 82% Abstand. Hier sehen wir den Kurs, ja, also die Prämie, die wir damit sozusagen verdienen. Das heißt, wenn wir jetzt auf AMC
die Option verkaufen, die Put-Option. Bei einem Strike von 4 kämen wir auf $125 und der Break-Even wäre 82% weg. Ja, das potenzielle Ergebnis für uns, also der potenzielle Return, der wäre hier bei 45% aufs Jahr hochgerechnet, würden wir damit 184% verdienen. Jetzt wollen wir aber das noch ein bisschen weiter einschränken und deshalb gehen wir wieder in Set Filters. Was wir zunächst machen, wir hauen jetzt erstmal die Dinge raus, die wir hier de facto nicht brauchen. Ja, wir nehmen jetzt mal den Strike-Preis raus, Last Time Trade. Der Trade Time nehmen wir auch raus, gehen dann auf Delete. Okay, jetzt holen wir uns den letzten Preis mal rein. Ja, wir wollen jetzt auch mit dem Kurs hier arbeiten. Gehen wir, ne, da können wir hier reinhauen. Und da können wir sagen, ja, wie hoch darf der letzte Kurs beispielsweise gewesen sein? Da sagen wir für den Verkauf nackten Optionen, hier machen wir es wie in der Brot- und Butter-Strategie, sagen wir kleiner als 100. Ja, less than value 100. So, haben wir schon mal was Neues. Gehen wir rein, gucken wir uns an. Jetzt sind wir nur noch bei 108. Ja, jetzt sagen wir, es ist ja alles schön und gut. Wir sehen hier schon, hier kann man schon ordentlich was verdienen. Ja, aber wir wissen ja auch, das haben wir hier bei Meta gesehen, wir wollen ja mit unserer verkauften Put-Option auch an einem Aufstieg partizipieren. Und vielleicht wäre es gar nicht mal schlecht, wir gucken mal, hier haben wir es ja auch, das ist ja die 20er EMA-Linie, die kreuzt hier die 50er und das war ja die ganze Zeit eigentlich in Ordnung. Können wir ja vielleicht mal als technisches Analysekriterium mit reinnehmen und das gucken wir uns mal an. Wir gehen hier auf Technical Analysis, gucken, haben wir das hier, Moving Average, und da nehmen wir mal den 20 Tage hinzu, haben wir, und sagen, der soll nicht größer als ein Wert, sondern größer als der 50 Tage sein. Und dann gehen wir Greater Than Field, gehen hier auf 50. Ja, und jetzt gucken wir uns mal wieder an, wie viel bleiben da noch übrig, sind wir nur noch bei 53. Ja, wir kommen immer näher dran. Ja, dann gehen wir jetzt nochmal weiter, wenn wir uns überlegen, was brauchen wir noch? Wir brauchen auf jeden Fall keine Pommesbuden, da können wir zum Beispiel noch das Market Cap hinzunehmen. Geben wir hier ein, Market Cap nehmen wir dazu. Ja, da sagen wir, wir wollen nur mit Large und Mega. Was noch? Ja, viele hören immer Standardabweichung und Delta. Nehmen wir doch das Delta auch mit rein. Ja, dass wir halt auch wirklich aus dem Geld sind. Ja, dass die Wahrscheinlichkeit auch groß ist, dass das auch ein Erfolg wird. Und da gehen wir jetzt hier einfach mal auf sehr klein jetzt beim Delta. Schauen uns zwischendurch nochmal kurz an. Wir sind immer noch bei 31 Möglichkeiten, die wir hier haben. Was ich auch natürlich immer wieder einbauen würde, das ist die implizite Volatilität. Ja, die gehört natürlich zum Optionshandel dazu. Ich würde jetzt nicht direkt mit Ivy Percentile oder Ivy Rank starten, sonst hast du zu wenig Titel. Da müssen wir auch leider in den sauren Apfel beißen, besonders dann, wenn es wieder bullish wird. Aber ich würde trotzdem sagen, du möchtest ja ein bisschen Geld verdienen, nehmen wir hier einfach mal eine implizite Volatilität von 30 und größer. Gucken wir uns dann mal an, was dann noch übrig bleibt. Da sind wir jetzt noch bei 29 Titel. Jetzt sehen wir hier haben wir ja welche, da verdienen wir kein Geld. Wir wollen unser Geld ja schon verdienen. Das heißt, wir wenden jetzt auch mal hier den Potential Return an. Also das, was wir verdienen wollen, können wir auch vorher hier eingeben. RTN, Potential Return, fügen wir hinzu und sagen, wir wollen alles 1,5% und höher für diese Zeit. Und dann sehen wir, haben wir nur noch 20 Titel. Was wir nicht vergessen dürfen, sind natürlich die Earnings. Die können natürlich für Überraschungen sorgen und die wollen wir nicht. Ja, das heißt, wir versuchen schon mal die ersten Tage die Earnings zu exkludieren. Gehen auf Set Filters, geben hier mal Earnings ein, gehen hier Next Earnings Date, gehen hier auf Add. Dann auf Exclude und dann nehmen wir mal 30 Tage. Ja, 30 Tage, weil oft reicht das aus, wenn am Anfang der Kurs anzieht und die Option schon ordentlich an Wert verliert, frühzeitig rauszugehen. Der ein oder andere weiß es ja, ich gehe immer bei 50% in der Brot- und Butter-Strategie raus. So, da haben wir jetzt noch 17 Optionen, ja, weil wenn wir uns das jetzt mal hier nach dem Symbol sortieren, sehen wir schon alleine bei Palantir, also PLTR, das Symbol, haben wir verschiedenste, ne? Also hier haben wir
verschiedene Laufzeiten mit dem gleichen Strikepreis und hier haben wir auch beispielsweise eine andere Laufzeit. Das ist ganz interessant und dann kann man sich jetzt hier auch mal gucken von wegen mit dem Potential Return, wie man das macht, ja, also was halt vielleicht für einen schöner bzw. besser ist. Wir haben auf jeden Fall jetzt eine ordentliche Anzahl von Titeln. Und was wir halt wollen, ist, dass wir davon auch regelmäßig informiert werden. Und deshalb können wir hier auf Save Screener gehen und dann kannst du das hier auch speichern. Ja, da kannst du jetzt hier Naked Put oder nenn es Short Put, ist ja egal, kannst du noch beschreiben. Und hier, da gehen wir gleich auch noch drauf, du kannst dir anzeigen lassen, wie, in welcher View du das hast. Wir haben unterschiedliche Views, gehen wir gleich drauf ein. Wir lassen es jetzt bei Main View. Diese Sortierung erfolgt bei Symbolen. Hier kannst du auf- und absteigen wählen und noch die Uhrzeit. Ja? Also wann? Immer dran denken, amerikanische Zeit und wie viele. Ja, wenn wir da alle nehmen. Und schon kriegst du es auch regelmäßig per E-Mail zugestellt. Jetzt gehen wir noch mal kurz auf die Views ein. Ja, das heißt, hier haben wir Main View, wo wir auch das alles schön sehen. Wir können uns aber auch mal die Filter View anschauen. Ja, da sehen wir unsere Filterkriterien, die wir hier eingesetzt haben. Ja, und das ist jetzt auch noch ein kleiner Hinweis. Und deshalb gehen wir noch mal auf Set Filters. Wir gehen hier auf IV Percentile. Ja, auf IV Percentile. Holen uns das doch hinzu. Ja, ich habe ja gesagt, will ich nicht. Nein, ich will es nicht als Filtrierung nehmen. Ich lasse das jetzt hier leer. Gehe auf See Results und dann habe ich den Vorteil, dass ich jetzt IV Percentile hier auch angezeigt bekomme. Und wie du ja gerade eben gesehen hast, wenn du dir das zusenden lässt, kannst du es dir ja auch nach der Filter View zusenden lassen. Ja, und dann kannst du schön auch vielleicht, wenn du es magst, nach der jeweiligen IV Percentile sortieren. IV Percentile sagt ja aus, wie viel Prozent in den letzten 52 Wochen waren niedriger volatil als jetzt. Und wir dürfen eins nicht vergessen, hohe Volatilität ist natürlich für uns eine schöne Ausgangssituation, weil wir als Verkäufer von Optionen von einer fallenden Vola profitieren. Das heißt, da kommen wir natürlich schneller auch im Gewinn raus. Ja, was man hier auch noch machen kann, ich gehe jetzt hier mal auf Options View, kann man sich hier auch noch mal anzeigen lassen. Auch ganz wichtig, Volume und Open Interest. Für all jene, die sich näher damit beschäftigen, kann ich nur empfehlen. Gehen wir auf Main View und wir gucken uns das jetzt mal hier beispielsweise an, weil du kannst natürlich noch viel, viel mehr machen. Wollen wir nicht alles hier aufzetteln, aber wenn du einen schnellen Überblick haben willst, gehst du auf das Plus. Ja, dann siehst du mal die Chartentwicklung. Hier siehst du schon, ordentlicher Anstieg war nach den Earnings ein Ausschlag. Ja. Du kannst dir aber auch, wenn man jetzt mal guckt, was macht das Unternehmen eigentlich, kannst du mal hier dir einen kurzen Überblick verschaffen. Ja, also wenn es da News gibt, kannst du dir hier auch anschauen. Und das kannst du auch übrigens als Filterkriterium nehmen. Das ist die Meinung von Barchart. Ja, und da sieht man es jetzt hier, Overall Average 100% Buy, Strong Buy. Und am Schluss, ja, weil ich ja auch so überzeugt bin, schauen wir uns das Ganze nochmal hier im O4W Best Indikator an. Grüne Kerzen, ordentlicher Aufstieg ist eine ganz klare Sache dafür gewesen. Wichtig ist natürlich zu erwähnen, es ist noch immer eine risikoreiche Strategie, nackte Optionen zu verkaufen, tragen ein hohes Verlustrisiko. Aber wie gesagt, mit den Filtern kannst du das natürlich alles ein bisschen eingrenzen. Dein Ziel sollte es sein, Wahrscheinlichkeitsexperte zu werden. Ja, das heißt, dass du mit maximaler Wahrscheinlichkeit auch einen Treffer landest. Und deshalb ist es natürlich auch wichtig, die Kriterien entsprechend einzustellen. Ja, das ist jetzt hier nur eine Idee. Ja, das ist jetzt hier nicht in Stein gemeißelt. Kannst du entsprechend deiner Strategie, deiner Meinung und nach deinen Kriterien natürlich auch einstellen. Ich finde das eine gute Hilfe, schon alleine, dass man dann täglich über in Anführungszeichen potenzielle Kandidaten informiert wird. Ich habe dir jetzt gezeigt, wie ich in Barchart vorgehen würde beim Screening. Die Filter kannst du natürlich nach deinem Gusto noch anpassen. Und du hast es ja auch gesehen, so einfach ist es wirklich nicht. Man sollte sich schon mit der Materie beschäftigen. Wenn du jetzt sagst, du möchtest gerne Begleitung haben und dich mit Gleichgesinnten austauschen, dann ist wahrscheinlich der O4W Winners Club genau das Richtige für dich. Wenn du jetzt noch mehr Informationen brauchst, ich biete gerne ein kostenloses Erstgespräch an. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Weiterhin wünsche ich dir einen schönen Sonntag und wie ich immer so gerne sage, Happy Trades, bye bye.